von der Region für die Region. Liebe Zusehende, ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV, eurem Fernsehkanal von der Region für die Region. Und das sind die Themen für diese Woche. Drama. Wie steht es um die Zukunft des Kufsteiner Kinos? QTV hat nachgehakt. Biografie. Hugo Neuhauser erzählt im zweiten Teil unseres Porträts von seinen abenteuerlichen Reisen. Österreichs größtes Jugendtennisturnier ging 2023 in eine neue Auflage. Action. Die Kufsteiner Band Mad Demon hat den Punkrock im Blut und das Herz auf der Zunge. Das Kufsteiner Kino ist derzeit in aller Munde. Im Gemeinderat heiß diskutiert und teilweise mit Rückendeckung bedacht, steht die Traditionseinrichtung dennoch kurz vor dem Aus. An den Entwicklungen rund um das Kino hängt obendrein ein persönliches Schicksal, nämlich das vom langjährigen Betreiber Alexander Wurzenreiner. Vor unserem Lagebericht gehen wir kurz in die Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher vor den Monitoren, dass wir es können. Beweisen wir in den vergangenen Jahren. Es geht weiter. Es geht um Innovation, Digitalisierung, Informationen, Fazit. Es geht um alles. Ganz klar, es muss nach außen hin eine Bewusstseinsveränderung stattfinden. Mein Auftritt hat sich verändert, nicht nur persönlich, sondern auch im Web. Und das geht einfach nur, wenn man die richtigen Kommunikationsrichtungen betreibt. Da braucht man Netzwerkplanungssicherheit. Tatsache ist, 10 Jahre, es ist einiges geschehen. Am Ende geht es um Wirkung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ein besonderer Dank der ganzen Technik hinten Backstage. Werbung Ende! Ich bin ein Kufsteiner. Ja, ich bin da auf dort gekommen. Ich bin seit über 30 Jahren in dem Haus. Kino ist einfach, ich habe viel Zeit, viel Energie, viel Arbeit da hineingesteckt. Und es war einfach nur traurig, wenn Kufstein kein Kino mehr hätte. Das traditionsreiche Kufsteiner Kino ist dem Untergang geweiht. Ende 2024 soll das Gebäude abgerissen werden. Und trotz steter Bemühungen fehlen bislang konkrete Lösungsansätze. Der Stand momentan ist es so, dass die Stadtgemeinde und die Stadträte bzw. auch die Gemeinderäte beschlossen haben, mit mir zusammen zu schauen, dass es in Kufstein weiterhin ein Kino gibt. Da braucht es nicht nur uns und den Alex, die Geld zur Verfügung stellen, wir brauchen einen Partner, der auch an das Projekt glaubt. Da bin ich jetzt momentan gerade beim Herumgehen und sprich mit verschiedenen Partnern. Ob wir da zusammen irgendetwas zusammenbringen. Kufstein braucht schon ein Kino. Das ist ja sehr affärig. Wir müssen auch nicht vier Stück oder was haben, aber 2, 3 Kino oder was, nicht? Das war schon gut. Ja, der Jammer ist groß. Der Jammer ist groß, aber nicht nur von den Kufsteiner Einwohnern, sondern auch von den angrenzenden Gemeinden. Ebs, Niederndorf, hört man, weil die kommen ja viel zu mir ins Kino, hört man, das ist ja Wahnsinn. Es muss eine Zeit sein, mein Kufstein kein Kino mehr, am zweitgrößte Stadt Tirols, bitte. Auch eine Umfrage unter QTV-Sehern zeigt eine klare Tendenz. Für die meisten der rund 50 Teilnehmer haben Kinobesuche weiterhin Relevanz. Die Kinder und die Jugendlichen möchten gerne gehen.
Ja, so ein paar Mal im Jahr gehen wir schon. Nicht so ganz oft, aber wenn ein Blockbuster ist, gehen wir öfter ins Kino. Ja. Die Stadt muss es nicht betreiben. Es gibt bei den Kufstein einen Kinobetreiber, das war ja in dem Fall ja ich. Das Problem, das sie momentan darstellt, wir brauchen halt eine Immobilie, die für Kino geeignet ist. Ja, ich mag das gern. Ich erinnere mich noch gut an den Hirschensäuren unter dem Stadtplatz. Da ist das Kino gewesen, das erste Kino, das erste Hirschenkino. Und der Icker hat ja schon vorher ein Kino gehabt. Also es war schon gut, wenn das Kino erhalten bleibt oder wieder kann man. Der perfekte Standort muss so sein, dass das Kino nicht nur mit Fahrzeugen zu erreichen ist, sondern auch zu Fuß. Das ist ganz wichtig. Der Saal ist vom Bild und Ton am neuesten Stand. Wir haben darin das sogenannte Dolby Atmos verbaut. Ist tonmäßig das Beste, was momentan auf dem Markt ist. Und vom Bild her 4K natürlich, eh klar. Ein tolles 3D, das gehört zu einem modernen Kino dazu. Abschließend möchte ich vielleicht noch dazu sagen, das Ganze muss nicht mein Namensschild tragen. Ja, wenn heute sich einer bereit erklärt, ein Kino zu bauen und möchte aber, dass das sein Kino ist, dann ist das okay. Dann betreibe ich ihm das gern, wenn er das möchte. Aber wichtig in erster Linie ist einfach einmal, dass Kufstein weiterhin einen Freizeitbetrieb wie ein Kino hat. So wie es scheint, hofft die ganze Region darauf, dass 2024 nicht die letzte Vorstellung über die Kufsteiner Kinoleinwand läuft. Letzte Woche erfuhren wir von Hugo Neuhausers bewegter Laufbahn im Kulturbereich bis hin zur Gründung vom Verein Wunderlich. In Teil 2 unseres Porträts plauderte er über seine aufregenden Reisen durch ferne Länder. Nächste Woche auf Kufstein TV. Neben seinen Verdiensten für die regionale Kulturlandschaft erkundete Hugo Neuhauser immer wieder die weite Welt. Was mir auch immer ein besonderes Anliegen war im Reisen. Nicht? Also schon mit 19 Jahren, 2 Monate nach Marokko gefahren mit dem VW Käferbau, ja, 64, 74 durch Rumänien, damals noch hinterm Stacheldraht, war ganz eine tolle Reise, quer durch ganz Rumänien, habe da einen meiner besten Freunde kennengelernt. Dann mehrere Reisen in die Türkei, damals noch völlig touristenfrei. In der Türkei habe ich praktisch jede Gegend kennengelernt, zwischen 77 und 88. Dann 78 bin ich mit dem VW-Bus 2 Monate Syrien-Jordanien gefahren. Dann habe ich mal Pause eingelegt und bin dann 86 2 Monate mit Joe, der leider nicht mehr am Leben ist, 2 Monate zu Fuß und mit Massen Beförderungsmittel durch den Nordjemen. Das war etwas vom Abenteuerlichsten überhaupt. Also, wenn wir mit den Busse gefahren sind, so Öffis, so 300, 400 Kilometer in, zum Beispiel im Norden, da sind 2 Kufsteine eingestiegen, das waren wir zwar, 30 jemenitische Stammeskrieger, jeder mit Kalaschnikow. aber die hätten da nicht einmal eine winzige Münze gestohlen. So. Und ich habe da allerdings ein bisschen zu spät, 3 Monate vorher, wenn man denkt, der Jemen wurde nie erobert und keiner kann dort Englisch und Französisch. Dann habe ich mir im Selbststudium die arabische Schrift beigebracht. Ich habe gesagt, wer ich bin. Also ich bin Österreicher, heißt auf Arabisch einen Msawi oder so. Ja, das war der Jemen. Da habe ich auch tolle Aufnahmen gemacht und habe dann auch Vorträge gehalten. Im ostafrikanischen Ruanda suchte Neuhauser nach Gorillas. Und tatsächlich traf er eines Tages auf 30 der Primaten. Außerdem begab er sich auf die Spuren einer berühmten Affenforscherin. Und sind dann durch den Urwald rauf und sind auch am Haus von der, ich weiß nicht, die Diane Fosse, das war die Gorilla-Mama, die ist dort gestorben, die hat den Gorilla-Friedhof gemacht. Und sie liegt bei den Gorillas begraben. Da sind wir bei ihrem Haus auch vorbei, da gibt es ja einen Spielfilm auch drüber. Und dann haben wir ganz durch Ruanda durchquert und haben auch den 14. höchsten Berg von Afrika bestiegen, den Karisimbi, an der Grenze zum Kongo. War auch eine ganz tolle Erfahrung. Und so
habe ich dann später, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, da bin ich von Madagaskar das letzte Mal zurückgekommen und sie war 4 Jahre alt und sagt zu mir, Papa, nächstes Mal fahre ich mit dir nach Madagaskar. Also das geht jetzt nicht, in Madagaskar bricht immer wieder die Pest aus, ein paar Jahre einmal. Und wie wir unten waren, ist die Cholera ausgebrochen. Hugo Neuhauser blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück, vollgespickt mit spannenden Reisen und großen Leistungen im Sport- und Kulturbereich. Ja, es ist ja so, ich habe eigentlich alles, was ich gemacht habe, da habe ich die ganzen Jahrzehnte nie dran gedacht, was ich gewonnen habe und so weiter. Und jetzt im Alter kommt ja das langsam alles so nahe und das freut mich eigentlich schon, dass ich ein bisschen sowas aus meinem Leben nur schildern habe dürfen. Die Orgelkonzertreihe, da wird im Juli auch jeden Dienstag ein anderer guter und international renommierter Organist und Organistin zu hören sein. Der Johannes Berger organisiert es, Heldenorgel, auch die Orgel in der Stadtpfarrkirche. Stars wie Steffi Graf oder Dominik Thiem spielten einst in jungen Jahren beim Kufsteiner Bambini Cup. Unter dem neuen Namen Austrian Youth Open bietet das größte Jugendtennisturnier Österreichs auch heuer wieder eine Bühne für zukünftige Asse. Nach 50 Jahren Bambini Cup läuten die Verantwortlichen unter neuem Namen die nächste Generation ein. Aufschlag für die Austrian Youth Open. Wir haben zwei Altersklassen, U12 und U14, Burschen, Mädels, und die spielen da heute ihre Viertelfinale. Die ersten Runden sind jetzt die letzten 3 Tage gespielt worden und heute geht es dann wirklich schon langsam ans Eingemachte. Eben die Viertelfinalspiele, morgen dann die Halbfinalspiele. Das größte Jugendtennisturnier Österreichs zog auch heuer wieder rund 400 Teilnehmer aus 40 Nationen in die Festung statt. Also die ganze Welt ist hier zu Gast. Also die Kinder, die haben ein Ranking, also das ist wirklich so wie bei den Profis, gibt es ein Ranking und sie können auch bei diesen ganzen Turnieren Punkte sammeln. Und je besser man ist, desto mehr Punkte hat man, desto höher ist man im Ranking und dementsprechend kann man sich so qualifizieren. Über 9 Tage hinweg liefen auf der Anlage vom TC Kufstein viele packende Matches. Wenn man die Kinder sieht, wie sie einfach Spaß haben bei der ganzen Sache und auch mit voller Emotion dabei sind und sich dann auch bei uns direkt bedanken, dass wir so ein tolles Turnier auf die Beine stellen. Und das ist dann immer ganz toll und das ist ein schönes Danke immer und das ist eigentlich unser Highlight. Das Rundenmatch war sehr schwer, war ein langes Dreisatzmatch, wo ich 2 Matchbälle hatte, aber sie nicht nutzen konnte, weil mein Gegner die dann überragend abgewehrt hat. In der Nebenrunde versuche ich gerade, jetzt spiele ich jetzt das Halbfinale und spiele da gegen Österreicher und versuche den dann einfach zu besiegen. Ein Freund von mir, der hat mich im Kindergarten gefragt, ob ich mal Tennis spielen will. Da habe ich einfach ja gesagt und seitdem habe ich halt einen Tennisschläger in der Hand und freue mich halt jeden Tag halt die ganze Zeit Tennis zu spielen. Wir wussten schon als erstes, dass das eine sehr schöne Stadt ist, dass das hier ein sehr schönes Event ist und ich wollte mich halt hier unbedingt anmelden. Um halt mein Bestes zu geben und um zu gucken, wie weit ich komme. Ja, das ist einfach hier dieser Verein. Der Verein, der ist spitze, toller Zusammenhalt und das macht einfach Spaß, wenn man hier
in der Woche mehrmals runterkommt und dann auch spielt. Und es spielt jeder mit jedem, gut mit schlecht, alt mit jung. Und das ist wirklich toll und das macht mir Spaß. Ich möchte ein richtig guter Tennisspieler werden, ein richtig guter. Dass man halt immer was lernt und sich halt immer verbessern kann. Und man lernt, dass man auch mal verliert, weil man lernt ja aus Niederlagen. Und ja. Mit neuem Auftreten und alten Stärken boten die Austrian Youth Open auch heuer wieder eine Talenteshow für alle Tennisbegeisterten. Nächste Woche auf Kufstein TV. Sie haben ihre Wurzeln im Punkrock und Metal, kombinieren bei ihrer Musik jedoch Rap mit elektronischen Elementen. Mad Demon aus Kufstein und Umgebung. Beim Besuch in ihrem Proberaum ging es nicht nur um ihr künstlerisches Schaffen, sondern auch um Dinosaurier, Tiroler Graukas und Modern Talking. Mehr dazu gleich nach der Werbung. Du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. ...2015 in der Festungsstadt gegründet, haben Mad Demon bereits 3 Alben aufgenommen und ihren Stil seitdem konsequent weiterentwickelt. Wir durften mit in ihren heiligen Proberaum. An welche Weisheiten deiner Mutter erinnerst du dich bis heute? Leiberl. So rücklehnen und die Show genießen. Ja, da gibt es einige. Sei kein Idiot, tu normal mit den Leuten, aber los da nichts so viel. Was magst du an deinem Heimatort? Wirklich eine feine Stadt zum Leben, aber es ist jetzt nicht der Overburn. Videodran lässt es gut an Google. Videodran, das für das passt. Coole Locations. KFC gibt es jetzt. Ein KFC, wow, und das spricht für KFC, da ist so. Der spricht für wirklich. In wen warst du das erste Mal verliebt? Also das erste Mal war es eigentlich die Gitarre, ganz ehrlich gesagt. Das Dreijährige haben wir mit Schuhkarton, damals hat es noch Zahnpasta-Kartons gegeben, haben wir eine Gitarre zusammengebaut mit Gummibandel und bin in der Wohnung umgekupft. Wollte ich alle schon Rockstar werden. Hat eine gute Seite, die Gitarre, gell? Die hat immer gute Seiten. Wie ist das, wenn das? Das ist nicht die Aufstimmung. You're knocking at my door, won't you tell me how it's done? But I just keep on living. Und wie würdest du euren Stil beschreiben? Ja, das ist wie wenn es gute elektronische Musik mit guten alten Hardcore ein bisschen schlecht spielst. Dieses Gericht kann ich besonders gut kochen. Graukassuppen. Ich freue mich schon wieder auf einen richtigen Graukass, einen speckigen, dass die ganze Bude stinkt. Das mögen die Nachbarn auch gerne. Welche Marken deiner Bandmitglieder kannst du überhaupt nicht ausstehen? Ja, bist das ich dich. Ja, da trifft es mal den richtigen. Dass der Reini
wir wollen zuerst beim Thema gleichberechtigt, aber ich kann ganz schön Drill Sergeant sein, wenn es ums Aufnehmen geht. Ah, das kannst du auch besser auch probieren, einmal. Ah, hin und her. Bis da halt nachher die Stimme immer flüchtet. Was, was? Dass der Benji immer mein Feuerzeug klaut bei der Probe. Nicht leider eins. Roll the game now, but you don't wanna see what it's meant to be. A lost soul. Gibt es Lieblingsbands oder Songs, die dir peinlich sind? Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist eine Hassliebe, aber irgendwie hat mich Modern Talking gefallen. Fangen nochmal. Welcher Genre ist Modern Talking? Man weiß nicht so genau, es fällt von Death, Black Metal irgendwie schon. 1-2-7 to the Octagon, and in the war, it's a fight and it's already won. Go 2-1, KO! Die vielseitigen Einflüsse spiegeln sich in den Songs der Band wider. Vom Punkrock über Hardcore-Rap bis hin zu beinahe Modern Talking-mäßigen Synthies. Doch die Jungs besitzen auch Talente abseits ihrer Musik. Wenn ich nicht Musik machen würde, würde ich... Dann war ich Fußballer. Ja, Freunde. Ja. Neapel in den 90er. Wie viel der Bayern-Fan seid schon auf? Du auch? Mit dem Papa und Fußball geschaut. Das ist und einer von den angesprochenen Reibungspunkten. Jawohl. Auf meine Basler. Geil, ja. Rock, 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 beat. It's our heartbeat. And we're still on defeat. You can't do when you do it. Whenever, whenever you can suck it. Hardcore. Was war dein Traumberuf als kleines Kind? Geil. Dinosaurier. Hauptberufe oder Nebenberufe? Ja. Dinosaurier. Kurz einmal Astronaut. Und dann ist ein bisschen die Realität vom Leben. mit 5,5 hat mir dann die Realität eigentlich. Für alle Fans und die, die es noch werden wollen, verlost QTV ein Mad Demon Goodie Bag. Schaut jetzt vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf www.kufstein.tv. Mit diesem Ohrwurm lassen wir die Sendung entsprechend ausklingen. Vielen Dank fürs Einschalten in dieser Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Albin Winkler. Von der Region für die Region.